Und damit mal wieder seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum zu einem neuen Part Miitopia aus weit gereist. Im letzten Part haben wir ihn anfangs und nebenan nach Juwelen gesucht und ihn nebenan eins gefunden. Ganz kurz gesagt, ja, müssen wir jetzt sagen, dass wir ein Juwel gefunden haben und ihre Mission abgeschlossen haben. Und hast du das Juwel gefunden? So ein komisches Ding, willst du das wirklich haben? Ja, ich will es haben. Du bist schon komisch. Ich brauch's für den Turm des dunkleren Fürsten. Was? Was ist mit Zwergi passiert? Mit Sir Georg, er ist so abgehauen. Und was machst du hier? Verwegene Priesterin Marleen. Hallo? Das Wetter ist heute wohl wieder wunderbar, nicht wahr? Mein Wahrsager meint, dass es schön bleibt. Okay. Ich hab mal Bock drauf, deshalb würde ich jetzt mal den hier ansprechen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich, Michael R., die bekannte Kapazität auf dem Gebiet der Robotik. Kommt ganz darauf an, kennst du dich aus mit Juwelen? Genau gesagt, mit Augen- oder nasenförmigen Juwelen. Von so etwas habe ich noch nie gehört. Also was hört man aber auch eher selten, oder? Aber ich habe da eine Idee. Folge mir, wir haben keine Zeit zu verlieren. Folge mir rasch, die Reinraumfabrik ist der Ort für die Suche nach seltsamen Juwelen. Nehmen wir doch mal an, ist zwar schwer, aber ja, was soll's. Da werden wir bestimmt ein Juwel finden. Ein Roboter hätte nichts besser antworten können. Wir müssen an einen Ort, der in Wolkenheim liegt. Also auf geht's. Okay. Ah, er kommt mit. Der verrückte Professor. Sag mir mal, wo ich hin muss. Ein Ort in Wolkenheim. Also, ja, da waren wir ja schon mal hier in Wolkenheim. Da haben wir schon ein UFO. Ein UFO war das, ja. Ein UFO haben wir besiegt. Und den Peter gerettet. Den Wolkenkenner Peter gerettet. Annelie springt dort im Hintergrund rum. Oha! Ja, ich entschuldige mich schon mal, wenn man so im Hintergrund ein bisschen Gerumpel hört. Das ist das Gewitter, was draußen anliegt. Es ist ein arg schlimmes Gewitter heute. Draußen, zu diesem Moment, wo ich aufnehme. Heute ist hier wirklich der Teufel los mit dem Wetter. Eben gerade war noch Sonnenschein, strahlender Sonnenschein. Und plötzlich fängt es an zu regnen, zu gießen. Und dann gewittert es und die Welt geht unter vor meiner Tür. Robopengi. Okay. Und Altroboter. Greifen wir sie doch mal an. Mit dieser Formel zum Beispiel. Können wir sie doch ganz gut besiegen. Oh, wir haben jetzt zwei verrückte Professoren im Team. Mich und den. Dessen Namen habe ich vergessen. So, hält mich. Perfekt. Ich kenne den auch nicht. Muss wohl irgendein Promi sein, aber ich kenne den echt nicht. Verzeiht's mir, aber sagt nichts. Michael R. heißt der, glaube ich. Verratet mir mal bitte in den Kommentaren, wer das ist. Der sagt mir absolut gar nichts. Tut mir leid für alle Fans, aber noch nie gesehen, noch nie von gehört. Ist mir absolut neu. Level für Sarah. Kennt ihr einen Michael R.? Dann schreibt es in die Kommentare. Nun ja, Sarah, Bonus ERF, Robosaft und Pinguin-Snack. Okay. Hoffentlich geht alles gut aus. Das hoffe ich auch. Hier gibt es erstmal eine Weggabelung. Die geht auf jeden Fall gut aus. Hier nach oben. Keiner Nacht. Hast du einen Witz gemacht? Ich glaube, nein. Sollte ich dann vor Lachen schreien? Das reimt sich. Deshalb stimmt es. Na, nein, keiner will deinen neuen Witz hören. Halt die Backe. Heil Wolke, Robopengi A, Robopengi B und Robolt. Hier alles voller Roboter. Gibt's doch hier auch nicht. Ich weiß doch bei Roller, aber ja. Mega Explosion. Attacke. Okay, den haben wir besiegt.
Meine Stimme verschwindet auch langsam. Nein, bitte nicht. Ich will noch weiterhin Let's Plays aufnehmen. So, Moment. Feurige Pfanne. Den ein Robo-Pinguin besiegt. Stimmt ja, die Hellwolke ist kein Roboter. Denke ich zumindest, oder? Ist die Wolke ein Roboter? Ich fürchte, nein, dass das nicht ist. Zwingi, bitte Hilfe an. Und zusammen. Besiegt. Der Forscher macht nicht wirklich mit, oder? Der hilft da nicht sehr gut mit. Diesmal geht's aber an in die Bonus EF. Pinguin Snack. Fisch. Und da kommt ein neues Gasthaus. Okay. Könntest du aber bitte mal mithelfen, lieber Professor? Du hast 100 verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Tada! Donald ist wieder da. Donald fühlt sich schon wieder besser. Er kältet sich bestimmt trotzdem gleich der nächste. Dua, dua, genau. Gute Bekannte zwischen Winnie und dem Putin. Wladimir. Krankenbesuch, der erlernt. Muss ich nicht vorlesen. Ich werde den Donald wieder mitnehmen. Mal sehen, wie der sich so in unserem Team schlägt. Rein rum, Fabrik! Was zum? Das sieht ja sehr utopisch aus hier. Abmarsch! Habe ich ja Angst hier. Sieht aus wie in Star Wars. Kennt ihr diese Räume, diesen Raum in Star Wars, wo die... Man, ich glaube, es war in Star Wars... Schlacht mich tot. Star Wars 2? Ja, ich glaube, Star Wars 2 war es, wo die hier in die Klonfabrik kommen und die ganzen Klone sehen. Genauso sieht das aus. Und mit diesen riesigen Giraffenrobotern, mit diesen Robotern mit den langen Hälsen. Ganz ein bisschen gruselig in Star Wars schon. Aber ja. Macht so einen sterilen Eindruck hier. Für einen steril generell ein bisschen gruselig. Aber jetzt hat er auch mal angegriffen, der Professor. Habt das gesehen? Das war mal nice. Oha, Donald ist ja noch jede Menge unterlevelt. Der braucht Erfahrungspunkte. Und zwar Bonus-Erfahrungspunkte. Robosaft-Sternchen. Und ein Grillskorpion natürlich, den wieder niemand mag. Da müssen wir dem Donald wohl mal so ein bisschen Bonus-EF geben. Was zum Geier, Dinos? Ich dachte, die seien schon ausgestorben. Attacke! Lassen wir sie endgültig aussterben. Und was seid ihr, Roboter-Dinos, oder? Was läuft bei euch? Uha! Viel läuft bei euch. Die können sehr stark angreifen. Unterschätzen sollte man euch nicht. Exo. Ach, ihr seid nur Echsen. Haha, dann ist ja alles in Ordnung. Sieht aber aus wie Dinos. Magischer Blitz. Okay. Uha, das sieht nicht gut aus. Nein, 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 nein. Nicht mein Team. Zwergi. Vielleicht heilen sie sich ja selbst. Keine Banane. Okay, teilen eine Banane. Das ist gut. Dann brauche ich die Streuer nicht einzusetzen. Dann kann ich so einfach weiterkämpfen. Muss ich nicht unterbrechen. Exo. Attacke. Okay, alle auf einmal besiegt. Hat Blacky. Mit ihrem Blitz. Nur ein paar Kratzer. Na ja, ein bisschen Kratzer. Sieht anders aus. Bonus ERF, die kriegt natürlich Donald. Der muss gelevelt werden. Blacky und ich Level 20. Annelie Level 19 und er jetzt Level 18 jetzt schon. Wird Zeit, dass wir den mitnehmen. Punkt, 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 Punkt. Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Punkt, 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 Punkt. Naja, ich dachte nur gerade, ach, Blacky ist schon irgendwie niedlich. Okay. Kompliment. Alles klar. Sich gegenseitig Komplimenten machen. Ja, kann man auch mal machen. Ein Hebel. Was haben wir denn hier? Andi hat einen eigenartigen Schalter entdeckt. Ich bin immer dafür, Schalter zu betätigen, auch wenn sie eigenartig sein mögen. Manchmal fällt ein Stein runter, aber manchmal passiert doch sowas. Ein geheimer Weg. Oh. Hurra! Da waren wir also auf der Karte. Du hast dein Gasthaus gefunden. Ich gehe mal halbwegs blind entlang. Und lass mich auch selbst ein bisschen darauf ein. Greenie, was hast du zu melden? Und mein nächster Trick, ich werde jetzt Zwerge imitieren. Bitte nicht. Was?
Casa de Minu. Wow, fast wie echt. Das weißt du natürlich, Wladimir. Wie du mich ganz genau kennst, oder was? Bevor wir aber zur Schatztruhe kommen. Hey, Luda, hör mir mal kurz zu. Ja, schon wieder. Wer könnte mal weiterspielen? Ich bin es, der einzig wahre Chris Freak, Richard Kersel. Finden wir heraus, wie viel du wirklich weißt. Lust auf eine Runde Allgemeinwissen? Oh ja, ich habe Lust auf eine Runde Allgemeinwissen. Lass uns gleich mal anfangen. Da haben wir Allgemeinwissen. Es gibt 3 Fragen, fangen wir an. Na denn, hau raus. Frage 1. In welche Richtung geht die Sonne auf? Dumme Frage. Richtig. Gut gemacht. Frage Nummer 2. Wie viele Arme hat ein Tintenfisch? Ein Tintenfisch oder Oktopus? Das ist die Frage. Ich schätze mal, du meinst aber... Was? Biologie. Ja gut, er meint tatsächlich Tintenfisch. Ich habe Oktopus gedacht und... Ach, ich Dummerle. Ja, 8 oder 10 stand dort. Ja. Dummbatz, Dummbatz. In der Tat, ich habe in Biologie aufgepasst, aber ich habe mich ein bisschen verwirren lassen. Das ist in der Tat so, dass Tintenfische 10 Arme haben und Oktopusse 8 Arme haben. Du hast eine Frage richtig. Hier ein kleines Geschenk. Eine HP-Banane. Ach so, für 3 Fragen gibt es 3 Bananen. Nice. Kriegt man also auch ein Geschenk, wenn man nur eine Frage beantwortet. Interessant. Faszinierend. Ja, und jetzt ab zur Schatztruhe. Schatztruhe, genau. Ich verspreche mich immer mal gerne wieder. Und das ist schon die Schatztruhe. Oh, Höllen-Hotstock. Oh, der muss wohl höllisch lecker schmecken. Der muss wohl sehr, sehr lecker schmecken. Ich freue mich schon aufs Bett. Was? Du bist... Was? Wie aufs Bett? Hier gibt es wohl jede Menge Schatztruhen. Herrschersuppe. Oha. Fühle ich mich ganz mächtig, wenn ich die trinke. Andi freut sich aufs Bett. Interessant. Oh, noch eine Schatztruhe. Wenn das mal keine Falle ist. Nein, es ist keine Falle. Es ist der Hühnchencurry. Hier gibt es jede Menge zu futtern, zu mampfen auf dem Weg. Und das können wir jetzt im Gasthaus verspeisen. Oder auch nicht. Ich lasse es immer gerne aus. Die müssen bei mir hungern. Irgendwie schon, aber... Ja, ich mache das gerne offscreen. Wir spielen natürlich weiter. Merkel, Lisa, was läuft bei euch? Wir haben heute richtig viel Zeit. Naja, richtig viel Zeit habt ihr nicht. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Nein, nein. Bin gleich wieder da. Oh, das kann doch nur peinlich werden. Tada! Okay, so peinlich ist das gar nicht. Was meinst du? Das Erste, was irgendwie passt, muss ich sagen. Man erkennt dich kaum wieder. Das ist richtig, man erkennt sich kaum wieder, aber es passt irgendwie, muss ich sagen. Könnte man fast so beibehalten. Geben gelernt. Ich möchte eine Flasche, eine dämonische Flasche. Oha. Interessant, dass bei solchen Sachen auch mal was Gutes rauskommen kann. Ist die aus Organen gemacht? Bah! Das sieht so aus, als würde die aus irgendwelchen Blutgefäßen gemacht worden sein. Oha! Ein Klingenfächer wäre der Traum von Putin. Na, unbedingt. Das kann doch nur episch aussehen im Kampf. Ein Klingenfächer wurde gekauft. Na, aber wetzt dir da nicht selbst die Finger ab. Gönnst dir. Er wird. Nicht im Team. Mist. Vielleicht kommen wir bald zu einem Bosskampf, der uns ein Juwel verspricht. Faszinierende Gegend. Hier glänzt alles und glitzert. Hehe, das ist, da ist es wohl. In dieser Gegend werden Roboter hergestellt. Klonkrieger. Und zwar nur die allerbesten Hightech-Klonkrieger. Für so feine Roboter, ich meine Klonkrieger, braucht man auch eine feine, saubere Gegend. Verstehe. Selbst das allerkleinste Fitzelchen Staub ist hier strengstens verboten. Ah, gut, dass meine Klamotten frisch aus der Reinigung kommen. Siehst du aus, Zwerge, du siehst so aus, als wärst du fein und rein. Genauso aus, als wäre deine Kleidung steril. Genau danach siehst du aus, Zwerge. So, ein Thema, was ich vielleicht mal ganz schnell anschneiden wollte, was vielleicht für diesen Part nicht ganz
interessant ist, und da ist der Kampf schon vorbei, sehen, für mich Trupp, der nicht ganz uninteressant ist, Level 20 für Annalie, yay. Im Gameplay will ich nicht aufhören, ja, ich rede mal ein bisschen off-topic. So, wie ich schon mal in einem Infovideo gesagt habe und wie ich schon öfters erwähnt habe, ich mache jetzt Videos auch auf Widmi. Naja, was heißt, ich mache Videos auf Widmi? Ich lade Videos auf Widmi hoch. Das sind Re-Uploads von Projekten, die ich für gut empfinde und Videos, die ich für gut empfinde. Nein, Anli! Erster Beistand. Rechen. Okay, richtig, Zwangi. Der Holz und steht doch noch daneben. Ach, Mensch. Uha, werden hier alle besiegt. Gibt's doch gar nicht. Ich muss mich ja erstmal kümmern, bevor ich weiter erzählen kann. Ein Nebenstreuer vorhanden. Aber jetzt haben wir Ultrastreuer. Jetzt können wir attackieren. Was haben die sich gerade geheilt? Nein. Okay, was ich sagen wollte ist, ich lade auf Miitopia, nein, ich lade auf Widmi Miitopia hoch. Jetzt sind schon in den letzten Tagen die ersten Parts gekommen. Die Uploads, also von Part 1 bis 5 müsste jetzt online gekommen sein. Demnächst kommen jetzt die nächsten Parts. Das muss jetzt ein bisschen warten. Nur wöchentlich 3 GB, wenn man nicht verifiziert ist. Und das bin ich leider noch nicht. Es geht erst ab 50 Abonnenten auf Widmi. Da kann man erst verifiziert werden, soweit ich weiß. Und ja, das habe ich noch nicht, deshalb nur 5 bis 6 Videos, vielleicht manchmal auch nur 4 Videos, kommt auf die Größe der Videos an, pro Woche hochladen und ich betätige den Schalter natürlich. Was noch ein Gang? Okay. Ein geheimer Pfad öffnet sich. Hurra! Da müssen wir hin. Da kommt ein Gasthaus. Jedenfalls, ja, es könnte ein bisschen dauern, bis ich die Re-Uploads getätigt habe. Nur eine Begrenzung und sehr wenig möglich ist wegen der Begrenzung. Ich wollte sagen, es ist wenig möglich wegen der Begrenzung. Ja, ich hoffe auf die Verifizierung. Kann da sein, dass das mal passiert. Ansonsten, ja, muss ich mich halt auch mit den 4-5 Videos beziehungsweise pro Woche anfreunden. Auch unter den Fingern juckt. Lauden, ich will ja was auf Widmi bringen. Und das geht halt dann irgendwie in der Woche nicht von diesem Thema. Nun denn, wo finden wir denn hier noch gleich das Juwel? Du meine Güte! Was wohl da ist? Oh nein, sein Gesicht wird geklaut. Ich werde zum Roboter! Michael R. Roboter! Okay. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Überrascht mich doch immer wieder, dieses Spiel. Ich mit meiner Organflasche. Ich greife direkt mal an. Jetzt direkt mal die falsche Attacke ein. Oha. Visiert. Die Macht des Horst. Der Horst schon wieder. Schutzstreuer aktiviert. Okay, was soll das sein? Nutze dieses mysteriöse Streu, um einen Mikater vor Angriffen zu schützen. Ho, 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 ho. Hat dich ein Gegner ins Visier genommen? Falls ja, dann wird der nächste Treffer ganz schön wehtun. Aber nun, keine Sorge. Mithilfe des Schutzstreuers verpufft jeglicher Schaden. Hat dich ein Gegner anvisiert, der Schutzstreuer des Bums pariert. Schreib dir das hinter die Ohren. Ho, 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 ho. Mal gucken. Riesenwaffe. Wir haben nur 5 Schutzstreuer. Ist aber gut. Ist eine nice Neuerung. Und ich setze wieder diese fiese Formel ein. Es bringt doch auf einem Gegner absolut gar nichts. Mega Waffe. Oh nein. Schutz ist zerstört. Roboter lädt sich auf. Zwingi bittet Hilfe an. Sollte man den Ultrasteuer einsetzen. Und dann geht das vielleicht leichter. Oh, plus Ultrasteuer. Ja, einen hebe ich mir noch auf. Eine Ultrasteuer. Eine Schutzsteuer meine ich natürlich. Und ich setze schon wieder fiese Formel ein. Das geht doch gar nicht. Was mache ich denn hier? Das verbraucht doch viel zu viel HP.
Na, Donald ist jetzt natürlich nicht geschützt. Oha. Und Blacky auch nicht mehr. Saved ja nur einmal. Wie schade. Es wäre gut, wenn es für immer helfen würde. Juhu! Die greifen mit doppelter Intensität an. Okay, jetzt sind die Schutzschilde weg. Mampf. Das ist eine gute Neuerung, dieser Schutz. Finde ich nice. Danke, Horst. Mega Feuer. Okay, er steht auf. Visiert. Nein, Andi. Nein, ich. Okay, wir müssen Andi retten. Wir müssen Andi schützen. Ich meine, mich kann auch... Schaffen das zusammen. Attacke. Blacky wird gefeuert. Treffer bestätigt. Kriegen nochmal den Ultrastreuer. Die sollen wir nochmal heftig angreifen. Er ist schon zur Hälfte besiegt. Ein bisschen über die Hälfte. Juhu. Attacke. Tja, Andi wurde geschützt. Ich nicht. Schade. Ich wurde nicht ganz besiegt. Ich kann nicht wieder heilen. Ja, wieder heilen. Juhu, Feuer frei. Die sagen, Jupidu. Ultrasteuer, effektiv. Na komm, greift nochmal an. Wir schaffen das. Mit Ultrasteuer ist das immer gut. Komm, Andi, du auch nochmal. Andi, greif an. In deine Ultrasteuer-Aktivitäten-Stings. Donald hat keine HP-Banane mehr. Wird eine Spinne aboliert. Impuls, komm, den haben wir bald. Haben wir Michael Arbeit wieder gerettet und vielleicht erhalten wir dann ein Juwel. Komm schon, ihr kriegt das hin. Auch ohne Ultrasteuer, die jetzt alle sind. Schutzsteuer sind leider auch alle. Finde ich nice, Schutzsteuer. Impuls. Komm schon, der ist schon fast fertig. Wir kriegen den. Kriegen den gebannt. Blacky hat sich selbst geheilt. Perfekto. Oh nein, er visiert an. Er visiert an, ich habe keine Schutzsteuer mehr. Nein, finde ich nicht so toll. Impuls. Macht ihn alle, bevor er angreifen an kann. Genau. Genau so. Höchst beeindruckend. Gerettet. 1050. Von Horst. Schon vorbei. Was heißt schon? Robosaft 2. Oha. Da wird sein Gesicht wieder gerettet. War nicht lange weg, aber ja, ist das wieder. Bin ich wieder normal? Ja. Was du unter normal verstehst. Ausgerechnet ich, Meister der Robotik, wäre beinahe ein Roboter geworden. Ha! Wer hätte das für möglich gehalten? Jetzt aber zu deinem Anliegen. Er holt ein Juwel. Wo war das Ding gleich? Da nicht. Hier auch nicht. Da. Hier. Dort irgendwo. Wo denn? Hier ist auch nicht. Hier ist auch nicht. Wo ist es denn? Ah, hier habe ich's. Ist dies das Juwel, das du gesucht hast? Ja, das ist es. Das ist das Nasenjuwel. Perfekt. Fehlen uns nur zwei Augenjuwelen. Wenn das so ist, dann bitte sehr. Nimm es nur. Vielen Dank. Michael R. und sein Nasenjuwel. Du hast die Quest von Michael R. abgeschlossen. Damit hätten wir schon zwei Juwelen für den Himmelsturm. Dann fehlen nur noch zwei. Wir haben also erst die Hälfte. Nein, das muss ich anders formulieren. Wir haben schon die Hälfte. Wir schaffen das. Haben schon die Hälfte, hat haben betont. Ich habe es anders betont. Du hast 150 Leute gerettet. Hier macht das Horst. Da haben wir wieder einen Bonus bekommen. Von der Blume. Alraunen. Harry Potter Fan. Alraune wurde gekauft. Ich glaube, die waren so. Ja, die waren so. Sie hier so. In Plasmaflasche wäre der Traum von Zwergi. Oha, ja. Nice. Bitte. In Plasmaflasche. Die sieht doch episch aus. Steuer. Magie 103 auf 109 und Angriff von 86. Genau. Auf 93. Ich kann nicht mehr sprechen. Wird es Zeit, dass ich aufhöre. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part irgendwie gefallen haben.
Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergschloss verpassen wollt. Im nächsten Part geht's weiter mit den nächsten Juwelen im besten Fall. Ja, ansonsten habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Ciao, ciao.